Hallo liebe Clarion-Fans. Heute zeigen wir euch mal ein Musterbeispiel eines Fahrzeuges, wo wir heute mal etwas nachrüsten wollen. Ein Nissan 350Z Coupé. Kassettenlaufwerk, kein USB, kein Bluetooth, keine Navigation. Eine Lenkradfernbedienung, die wir weiterhin unterstützen wollen. Und zusätzlich bauen wir noch eine Rückfahrkamera in das Fahrzeug ein, da ein 350Z, jeder der das Auto mal gefahren hat, nach hinten hin doch extrem unübersichtlich ist. Reinbauen tun wir ein NX504E, das heißt, wir werden am Ende in diesem Fahrzeug Bluetooth freisprechen, Navigation haben, zusätzlich dazu unser Smart Access. Das heißt, dass es unter anderem auch möglich sein wird, mit einer App die OBD-Daten des Fahrzeuges auszulesen. Wir werden Intelligent Voice in dem Fahrzeug haben, wo wir eine direkte Google-Direktverlinkung haben werden. In einfachen Schritten werden wir euch zeigen, wie wir das Fahrzeug einmal auseinandernehmen, wie wir die Produkte einbauen, wie wir das Ganze wieder zusammensetzen und wie das Ganze am Ende funktionieren wird. Ja, so ein 350Z hat ja einen wunderschönen sexy Arsch. Damit dieser auch möglichst lange kratzerfrei bleibt, macht natürlich eine Rückfahrkamera den meisten Sinn. Die meisten Leute fragen sich, wohin damit? Am Heck hat man ja doch ab und zu das Problem, dass man nicht wirklich weiß, wo man hinbauen möchte. Wir werden das bei dem 350Z hier unten mit montieren. Hier gibt es, man sieht das an den Fingern schön, eine kleine Leerstelle. Dort werden wir die Kamera einbauen, sodass wir im Idealfall, wenn wir das Bild nach unten füllen, diese Kante noch etwas mit abfüllen, damit wir genau wissen, bis wohin wir fahren können. Ja, hier vorne am Radio sehen wir natürlich klassischen Schick der Anfang 2000er Jahre. Ein schwarzes Gerät ohne alles. Die Nissan-Geräte haben häufig das Problem gehabt, dass nach ein, zwei Wintern die CD-Laufwerke den Geist aufgegeben haben. Das heißt, sobald wir Minusgrade erreichen, wird hier nicht mehr allzu viel funktionieren. Die Schwierigkeiten beim 350Z liegen im Wesentlichen in drei Punkten. Zum einen brauchen wir eine fahrzeugspezifische Adaption, da dieser Rahmen sich nicht ganz im DIN-Format befindet. Zusätzlich dazu brauchen wir eine Lenkradadaption, damit die Tasten am Lenkrad weiterhin funktionieren. Und das gilt ausschließlich für europäische 350Z. Die Fahrzeuge besitzen alle ein Bose Soundsystem. Dieses muss natürlich auch so weit adaptiert werden, dass das auch wieder einen Ton von sich gibt. Das NX504 seinen USB und auch den HDMI-Anschluss auf der Rückseite hat, müssen wir jetzt natürlich einen Ort suchen, wo wir den USB-Anschluss und den HDMI-Anschluss im 350Z verstauen. Anbieten tut sich in 350Z die Mittelkonsole, da haben wir hier in dem Bereich ein wunderschönes großes Fach, wo wir ohne Probleme USB-Sticks, kleine Festplatten oder noch Smartphones hereinbekommen. Dazu habe ich entlang der Mittelkonsole beide Kabel verlegt, mit Kabelbindern fixiert, sodass beide Anschlüsse in diesem Bereich halt herauskommen. Im nächsten Step werden wir die Mittelkonsole wieder montieren und eine Durchführung in diese Welche schaffen, damit die beiden Kabel wieder rausschauen. Kamera mittlerweile auch drin. Wie ihr seht, seht ihr relativ wenig. Die Kamera selber ist nur als kleines halbes Würfelchen knapp über dem Kennzeichen zu erkennen. Wie der Bildausschnitt am Ende aussieht, das werden wir euch in unserer Geräteerklärung ganz genau zeigen.